Juri Rodionow kehrte nach 2022 zum Beat Challenger Finale zurück. Der 23-jährige Österreicher gewinnt das Halbfinale gegen Benjamin Hassan aus dem Libanon 6-3, 7-5. Im ersten Satz ist die aktuelle Weltrangliste 131. Eine Pause auf 4-2, um das Set 6-3 zu gewinnen. Der zweite Satz geht die Bühne für eine lange Zeit ohne Dienstverlust bis zum 11. Spiel. In diesem Bereich greift der Österreicher erneut die entscheidende Pause. Nach einer Spielzeit von 145 Stunden dient der 23-Jährige endlich schließlich gewinnen. Letztes Jahr gewann Rodionow das Turnier in Biel. Am Sonntag hat er die Chance, den Titel zu verteidigen und seinen sechsten Challenger-Titel in Singles zu sichern.